Angriffskrieg in der Ukraine und grenzenlose Solidarität in Europa. Polen, Moldawien, Georgien und viele andere Staaten heißen Ukrainer willkommen. Andere sammeln. Benefizkonzerte, Spendenaktionen. Europa rückt zusammen, besonders Osteuropa. Rückblick. Solidarität war einst das Diktat der Sowjetunion. Ob Arbeiter oder Soldaten, in der Zwangsgemeinschaft der 15 Länder sollte jeder mit jedem solidarisch sein. Heute passiert es ohne Zwang. Die Solidarität für die Ukraine ist nicht verordnet, sondern freiwillig. Und sie hat viele Gesichter, auch unerwartete. Die einst hedonistische Rave-Szene in Kiew kümmert sich jetzt aufopfernd um Landsleute in Not. Oder die Russin, deren Solidarität gar nicht gewollt ist. Ist sie ausgezogen, weil wir Russen sind? Wer ist solidarisch und warum? Was sind die tieferen Beweggründe der neuen Hilfsbereitschaft? Bei Tracks East erzählen Menschen aus der Ukraine, Osteuropa und Russland selbst ihre Geschichte. Vitali Raskolov hatte schon fast vergessen, dass er überhaupt Ukrainer ist. Nun setzt sich der Weltenbummler und Urban Explorer für seine Heimat ein. My name is Vitaly Raskolov. I'm an urban explorer. I'm a person who illegally climb in different interesting places around the world. I started to do that maybe like 12 years ago. Every year, you know, my appetite and goals become more difficult and interesting. For example, we went to Chernobyl, Baikonur. I climbed on the tallest building in the world. A lot of people actually start do urban exploration because they were impressed by my videos. We have like 100 million views just only on YouTube, you know? Find on so many tallest buildings, like even structures, for example, Jesus Christ in Rio de Janeiro. Giza pyramids and many, many other places. The last 11 years, I've been 100 countries. Yeah, it's just crazy, you know, I just travel non-stop. Before the war, I was in Colombia, Ecuador, and then Mexico. So I travel across South America, and I watched live how Putin said, oh, I'm gonna invite the Ukraine, you know, I'm gonna conquer Ukraine. And for me, it was completely shock. You know, I was speechless. I don't know what to do. My thoughts only was, I want to go back to Ukraine to help somehow, but I'm not a soldier. And in the same day, it was on the evening on 24, in the NFT community, people start talking like, oh, we should help somehow to Ukraine. I don't know anything about NFTs. I'm just an artist who joined this space, and probably the best thing is like a blockchain that you sell not the photo, you sell ownership. In the NFT community, everybody united and decided, oh, we should to help to these people. And in our case, it was pretty cool because we had a very, like, you know, talented and famous artist in the community, and everybody wanted to get their works. Es gab einen regelrechten Ansturm auf die NFTs. Mittels Kryptowährung wurden die digitalen Kunstwerke des 37-köpfigen Kollektivs innerhalb von 24 Stunden verkauft. Darunter Werke von Animationskünstlern wie Danny Cole.
oder eine Fotografie von Vitali Raskolov. I was shocked that, you know, like in a 2 or 3 days after the beginning of the war, we actually deployed $1 million. So we deployed this money to the military, to the charity organization, to different people. We have like the full list. Hello, dear friends. My name is Andrew. I'm a doctor, trauma surgeon, and our hospital located pretty close to Bucha. I think you heard a lot about the city. And you know, it's really important for us to know that somewhere in the world, a lot of people who stand with us. So, thanks a lot. Vitali, you're my friend. You know it. I miss you, man. I hope I will see you soon. I feel that I'm actually helping my country. And before this war, I never think that I'm actually Ukrainian, you know? I'm thought that I'm international, I'm like travel around the world, cosmopolite, how we say that. And yeah, right now, you know, I feel a very strong bond with Ukraine. I want to go back to Ukraine to build a better world, you know, a better country. Auch Alexei Surovtsev ließ sein altes Leben als bekannter Entertainer hinter sich. Jetzt kümmert er sich um die hilflosesten Wesen des Krieges. Warum gilt seine Solidarität den Tieren? Was macht man, wenn Krieg ausbricht? Bleibt man oder geht man? Und was lässt man zurück, wenn man sich auf der Flucht befindet? In Bucha, Irpin und Gostomel hatten die Menschen gar nicht die Zeit, sich diese Fragen zu stellen. Wer es schaffte, rettete sich vor der heranrückenden russischen Armee. Wer konnte, half den anderen. Alexei versuchte denjenigen zu helfen, die am meisten Hilfe benötigten. Сначала мы вывозили людей нашего жилищного комплекса, помогали добираться до ЖД вокзала и вообще покинуть Ирпень, переехать в Киев. Но потом, когда взорвали Ирпенский мост, мост в Романовке, мы понимали, что переправы, то есть мы, получается, отрезаны от Киева абсолютно. И несколько мужиков, и я, там, ну, несколько, там, человек 20, наверное, кинулись к этому мосту, и мы начали делать переправу из досок. Die Bewohner der 50.000 Einwohnerstadt mussten bei ihrer Flucht alles zurücklassen. Mit dem Nötigsten und ihrem Leben kamen sie davon. Ihre Haustiere konnten sie in der Eile oft nicht mitnehmen. Eingesperrt in verlassenen Wohnungen, eingepfercht in Lüftungsschächten oder zwischen Ruinen, blieben viele Tiere in der Stadt zurück. 8. Марта я увидел в Telegram-канале объявление, что нужно спасти животное, которое забыли при эвакуации в кузове машины. Там сидит животное, сидит там 4 дня. Я был там недалеко и нашел эту машину, залез в кузове действительно сумка. Открываю чемодан, там кот жирный, белый, здоровый. Я его достал, накормил, передал хозяйке. Erst als Tierretter fand Alexei seine wirkliche Mission. Fühlt sich jetzt dringender gebraucht als bei den Menschen. Очень много людей, которые помогают людям, и очень мало людей, которые помогают животным. Записал все это на видео с посылом, что ребята, не бросайте своих животных. Auf Instagram wird Alexei gefeiert und erhält täglich neue Anfragen, um weitere Tiere zu retten.
Inzwischen gehen genug Geldspenden ein, um seine täglichen Touren zu finanzieren. Alexei bricht Türen auf, steigt in Wohnungen ein, um verlassene Tiere rauszuholen. Er rettet nun 4 bis 5 Katzen und Hunde am Tag. Mit den Rettungsanfragen steigt auch Alexeis Followerzahl. Vor Kriegsbeginn hatte er 18.000 Follower und jetzt fast 100.000. Dabei war der 36-Jährige schon vor dem Krieg nicht unbekannt. Bevor Alexei Tierretter wurde, war der ungewöhnliche Held Schauspieler, Influencer und dreifacher ukrainischer Meister im Striptease. Mit seinen erotischen Tanzshows bereiste er die halbe Welt. Mit dem Geld, das er damit verdient, kauft er sich vor dem Krieg eine Wohnung in Irpin. Diese wird durch einen Raketenangriff komplett zerstört. Jetzt gleicht Irpin einer Geisterstadt, mit Löchern durchsiebte Fassaden und von Bomben zerstörte Gebäude. Russischer Welt, das ist mein Dom. Честно, ну, я считаю, что мне повезло. Ну, смотри, какие дырки, блядь, дома просто. Пух, пух. Как можно было туда стрелять? Почему? Um in die umkämpften Gebiete zu kommen und die Haustiere rauszuholen, musste sich der Schauspieler öfter mal etwas einfallen lassen. Я обманывал военных. Я сначала говорил, что я волонтер, ну хотя по сути какой, я просто житель Ирпеня. Потом говорил, что я, короче, каждый раз новые какие-то истории были. Nicht alle Tiere vertrauen ihm auf Anhieb. Manchmal hilft gut Zureden und Futter. Manchmal muss Alexei eine scheue Katze vorsichtig aus einem Kleiderschrank holen. Und wenn es nötig ist, rettet der Influencer nicht nur Tiere. Ich ехал за котом, забрал кота, а во втором подъезде я нашел бабушку. Бабушка из подвала выглядывает, типа, вы меня заберете? Я говорю, конечно, бабушка. Ну, бабушку я не пристраивал, она сама как-то, я ее отвез. Воздушка подышишь, солнце хоть посмотришь. Die Tiere wiederum finden oft nicht zu ihren Besitzern zurück. In einer provisorischen Unterkunft kümmert sich Alexei um die Zurückgelassenen. Er möchte ein eigenes Tierheim eröffnen. Dafür sammelt er jetzt Spenden. Я искренне не понимаю людей, которые оставили своих животных по любой причине. Есть, конечно, случаи, когда, ну, действительно невозможно это сделать. Но в большинстве случаев, конечно, это не достойно уважения. Langsam kehrt das Leben nach Irpin zurück. Zwischen Trümmern versuchen die Menschen, den Antrieb zu finden, alles wieder aufzubauen. Zurück zur Normalität wollen alle. Was sie aber in diesem Krieg gelernt haben, können sie nicht mehr vergessen. Was Alexei gelernt hat, Tieren zu helfen, will er nicht mehr aufgeben. Еще 3 года назад я даже понятия не имел, что я вообще стану актером, и тем более, что начнется война, и я буду спасать животных. Alexei wird für seine Hilfsaktionen als Held gefeiert. Andernorts ist Solidarität manchmal gar nicht erwünscht. Zum Beispiel, wenn sie von einer Russin kommt, die Kriegsflüchtenden helfen will. Tamara hat das erlebt. Solidarität kann kompliziert sein. Am Berliner Hauptbahnhof. Die Russin Tamara und ihr Sohn Ilja helfen mit ihren Sprachkenntnissen ankommenden Flüchtlingen bei der ersten Orientierung. Was treibt sie an? Ich habe ja Schuldgefühle, etwas. Ich bin nicht schuld daran, aber habe ich trotzdem Schuldgefühle. Und auf dem Bahnhof bügle ich diese Schuldgefühle aus, so ein bisschen. Железную дорогу разбомбили. В Краматорске вчера вообще там
эвакуировавшиеся жители поэта разбомбили. Это вообще это... Это страшно. Tamara ist in Moskau aufgewachsen. Sie kam zum Studium nach Berlin und blieb. Zweimal wöchentlich füttern Tamara und Ilja Tauben, gleich neben der Baustelle, auf der sie als Architektin arbeitet. Sofort nach dem Beginn des Krieges sagte Tamara zu ihren Mitarbeitern: Ich habe russische Staatsangehörigkeit. Der Krieg, was am Donnerstag hier anfing, Russland gegen Ukraine, ich unterstütze nicht. Und ich freue mich, wenn Angreifer verurteilt werden und dass es Krieg bald aufhört. Und ist einfach total traurig. Entschuldigung. Aber das ist einfach unmöglich. Und gestern haben sie auf einen Bahnhof geschossen. Die haben geschossen auf Leute, die eigentlich da weg wollen. Sie wollen da einfach wegfahren, dann gehen sie zum Bahnhof, dann wollen sie in den Zug einsteigen und dann schießen sie da ihre Raketen rein. Das ist doch irgendwie Absicht. In einem kleinen Gästezimmer lebte bis gestern eine Ukrainerin, die Tamara gleich am Anfang des Krieges aufgenommen hatte. Doch diese Frau wollte weg. Mit der Ukrainerin ist es total schlimm geworden, weil... Es ist ausgezogen, weil wir Russen sind. Weißt du, aber... Ich meine, sie sieht mein Plakat und alles. Und gebe ich ihr das und dies und alles. Und dann zieht sie aus und sagt, es ist peinlich, bei Russen zu wohnen. Vorbereitung. Gleich kommt eine neue geflüchtete Ukrainerin aus Odessa, um hier zu wohnen. Ich hoffe natürlich, dass die Chemie zwischen uns stimmt. Zwischen mich, ihr und meinem Sohn und unserer Katze. Das ist die Hauptsache. Und dass wir ihr helfen können. Ich hoffe, wir werden nun gut zueinander finden. Здравствуйте. Можно вас обнять? Конечно. Привет. Долго пришлось забираться к вам. Да, наверное. Давай я помогу. Спасибо. Пошли. Проходи. У вас сын, правильно? Да. Мне нравится в этой квартире. Это гораздо лучше, чем то место, где я жила в Украине. И наконец-то я могу поговорить немного по-русски. Ich glaube, wir werden gut kommunizieren können. Sie wird viel erzählen. Ich werde vielleicht auch viel erzählen. Da Tamara eigentlich nur Frauen bei sich aufnehmen wollte, ist sie etwas überrascht, dass Remilia eine Transfrau ist. Doch es macht ihr nichts aus. Und Remilia macht es nichts aus, dass Tamara eine Russin ist. Die Chemie stimmt. Am Abend führt Tamara Remilia in den Club SO36. Heute ist Tanzabend für Schwule und Lesben. Doch Remilia ist noch nicht ganz hier angekommen. Die Flucht steckt ihr noch in den Knochen. Weil sie in der Ukraine als Mann hätte kämpfen müssen, floh sie zu Fuß über die moldawische Grenze. Wäre sie erwischt worden, hätte man sie als Deserteurin entweder verhaftet oder erschossen. Ну да, потому что к тому времени уже все друзья разъезжались, кто-то смог перейти границу с женскими документами, остальные просто поехали обратно в Одессу, поэтому я там осталась одна, и я никому ничего не сказала, ни друзьям, ни родителям, никто ничего не знал, я просто решила сама пересечь границу, просто рискнуть, и мне было даже уже не страшно, что меня расстреляют или посадят, как бы. Но там, получается, были камыши, там была топь, ил, лужи, некоторые были глубокими до пояса. И вот так вот камыши, трава, вот все это вот так вот шло, кусты там, и вот почти все в воде, да. Ремилия's Fall ist ja Einzelfall. Sie hat es geschafft, aber viele, wie sie erwähnt hat, mehr als eine Person haben das nicht geschafft und sind zurück nach Odessa gefahren.
weil sie Angst hatten vor so einem Flucht, vor so einem lebensgefährlichen Flucht. Wochen später. Heute wollen sie Sommersachen für Emilia kaufen. Auf ihrer Flucht hatte sie nur eine kleine Tasche dabei. Inzwischen hat Remilia sich richtig gut eingelebt. Die drei sind wie eine Familie zusammengewachsen. Remilia ist quasi ein Vorbild für mich und es ist auch gut, eine Person zu haben, die so cool ist. Ja, sie ist halt älter und das ist ganz spannend für mich. После моего камин-аута мои отношения с родителями все еще довольно напряженные. Я не разговаривала с отцом уже очень долгое время, но с мамой мы переписываемся каждый день. Мой отец никак не сможет выехать, а мать сама не поедет никуда. Конечно, я боюсь за своих родителей, их жизни под угрозой. В любой момент в их дом может прилететь ракета. Обстрелы Одессы происходят практически каждый день. Я даже не знаю, все ли мои друзья живы. Das Leben in ihrer Gastfamilie war für Emilia auch persönlich ein neuer Anfang. Я чувствую себя здесь в безопасности, как в Украине никогда не было. Проявить себя как-то в Украине было невозможно, но здесь это в порядке вещей. So paradox es ist, in ihrem erzwungenen Exil kann Remilia das erste Mal in ihrem Leben wirklich frei sein. Die Menschen, die zurückgeblieben sind, sind nicht mehr frei. Trauer und Sorge liegt über allem. Auch die, die früher das Leben gefeiert haben, sind ernst geworden. Kiews Rave-Szene hat sich gewandelt und hilft Menschen in Not. Solidarität statt Party. Die Ukraine war vor dem Krieg der neue aufregende Hotspot der europäischen Techno-Szene. Abseits etablierter Clubstrukturen entstand hier eine neue, diverse Underground-Kultur. My name is Roman and once the war started, we decided to switch into the military volunteering. Statt Raves zu schmeißen, organisiert die Crew jetzt Hilfstransporte für die Streitkräfte und die Territorialverteidigung. Ihre Arbeit finanzieren sie durch Crowdfunding und mit Hilfe ihrer Netzwerke in der europäischen Clubszene. Yeah, basically it's about the thermal monoculars, different optics for the rifles, backpacks, anything that may be needed for the individual use in the battlefield. So starting from the shoes and even the uniforms and ending with some high-tech things like the drones. People die there every day. So a lot of our friends are fighting there on the front lines. And this is pretty enough for us to get motivated. Underground is about the hedonism, is about the escapism and so on and so forth. But a little bit deeper, it's about the resistance. We are resisting for the Ukrainian freedom. We are resisting against the Russian invasion, the dark aggression, something that is not allowing us to live in a normal life. Seit Beginn der russischen Invasion ist die Szene im Kriegsmodus. DJs ziehen in den Krieg. Und in Kiewer Clubs wie dem Closer oder dem Collider werden Tarnnetze gewebt und Panzersperren zusammengeschweißt. Und auch das Partypublikum der Hauptstadt zeigt sich solidarisch. Мене звати Влад Шаст, і мені вже зовсім скоро, через місяць, буде 27 років, хоча я зараз маю вигляд, наче мені 35. Я в довоєнному житті, я рекламний стиліст, квір-перформер, ЛГБТ-активіст. Vor dem Krieg war Влад eine Szenegröße und als Performer unterwegs.
Vor allem im Kirillowskaja, einem Club, der für seine queeren Partyreihen bekannt ist und als das Berghain Kiews gilt. Клуб на Кирилівській, місто Київ, став новим прогресивним центром андеграундної культури. Люди мають можливість до повного самоусвідомлення свого я, свого гендеру, своєї особливості, унікальності, і вони далі, виходячи з стін клубів, несуть це у соціум. Просто зараз весь мій час він включений у волонтерство. Я військовий волонтер. І від травня місяця співзасновник благодійного фонду «Обійми». Я від початку війни тільки завдяки усім своїм зв'язкам назбирав більше 100 тисяч доларів. І ходімо, я вам зараз покажу саме ці бронеплити. Це ті, що я метал з Австрії привіз. Ось вони так, такий вигляд мають. Це ще гола плита, її ще треба буде обробити резиною для того, аби зменшити осколки. Зараз я вам покажу одну дуже важливу людину в моєму житті, яка з перших днів війни зі мною. І те, що вона тут, дає мені також додаткову силу для роботи. Це моя матуся, яка... Zusammen mit seinen MitstreiterInnen sammelt Vlad Militärequipment, Medikamente und Lebensmittel für die Zivilbevölkerung. Кожен членів моєї організації зараз в боргах. Ми вкладали все те, що в нас було. Ми на якийсь момент забили на своє особисте життя. Моєю мотивацією є гуманізм. Ніхто не може прийти і силою вбивати, руйнувати. Ніхто не має права посягати на життя і свободу інших людей. Nach vier Monaten Krieg kehrt in Kiew langsam wieder etwas Normalität ein. Auch wenn die Spuren des russischen Angriffs auf die Stadt immer noch omnipräsent sind. Auch die Clubszene bereitet sich auf diese neue Normalität vor. Мене звати Юра Погребняк, я співвласник бару клубу «Хвильовий». Der Club ist eine feste Größe im Kiewer Nachtleben. Partys, Konzerte, Performances standen auf dem Programm. Mit Kriegsbeginn wurde der Barbereich zum humanitären Lagerhaus. Aus dem bombardierten Kiew schickte der Club per Livestream DJ-Sets ins Netz, um international Spenden zu sammeln. Und produzierte Talkshows zum Thema Solidarität. Сьогодні ми робимо вечірку, першу, по суті, після війни. Ну, давайте будемо говорити чесно, вечірка – це трошки так голосно, гучно сказано, тому що, по-перше, дійсно є обмеження комендантської години, тобто комендантська година починається з 11 вечора, тому вечірка закінчиться не пізніше 10. Зазвичай, якщо ми говоримо в довоєнний, невоєнний контекст, то часто вечірки тільки починаються. Є теж таке розуміння, що ми поки що не хочемо робити якісь дуже веселу, дуже танцювальну музику, тому що це піднімає певні морально-етичні питання. Музика буде там за напрямком там фанк, сол, щось таке легенько танцювальне, тому що все-таки хочеться не забувати, що ми живемо в контексті війни і потрібно постійно про це пам'ятати. Зважаючи на те, що так, люди приходять на вечірку, щоб зняти стрес, щоб розслабитись, і це дуже важливо, дуже потрібно. Den Großteil der Einnahmen spendet der Club an Hilfsorganisationen. Die ukrainische Clubkultur im Krieg und danach. Wie soll sie aussehen? Actually, dance is not just about the pure fun. So that is why the underground club culture could be a good treat. For everyone, I just imagine something like the dance meditation you're going through in order to get out of those things that has been surrounding you for so long. And it will be probably some like a little sadness and a lot of hope. Tracks geht weiter in den sozialen Netzwerken und auf arte.tv. Господи, господи, Дубовичі, для нас знову нісмо нічка добро.
Вуаля, до відження.